Lübeck wordt ook wel de koningin van de Hanze genoemd. De historische binnenstad zit vol met geheimen. Van historische hofjes tot leuke hotspots. Maar ook voor de gastronomie zit je hier goed. Bijvoorbeeld bij het restaurant van deze local. Ich bin Tristan Wilken, ich bin 36 Jahre alt und komme aus Lübeck. Ich bin mittlerweile tatsächlich hauptberuflich Gastronom. Das heißt, wir haben hier ein Restaurant, ein Kiosk, ein Foodtruck und jede Menge andere Sachen mittlerweile in Lübeck. Das hat sich die letzten 4 Jahre so entwickelt. Also bei Fangfrisch essen die Leute natürlich am liebsten die klassischen Sachen, wie zum Beispiel Fish and Chips. Die machen wir mit unserem eigenen Bierteig. Scholle, Dorsch und jede Menge andere Fischgerichte. Das sind so bei uns tatsächlich die Klassiker. Und natürlich drüben auf dem Drehbrückenplatz Fischbrötchen geht immer. Ja, es gibt natürlich ganz viele Gerichte und Geschmäcker, die für Lübeck typisch sind. Aber ich glaube, was ganz bekannt ist, ist natürlich Marzipan. Und wir haben aus Marzipan ein Dessert gemacht. Das haben wir schon von Anfang an auf der Karte, Lübecker Marzipanmus. Die Verbindung zwischen Fangfrisch und Lübeck ist am Ende ganz offensichtlich. Wir sind ganz nah an der Ostsee. Lübeck ist umringt von Wasser und jede Menge Seefahrer, Kaufleute waren hier früher in der Stadt. Und wo Meer ist, da ist natürlich auch Fisch. Ganz besonders stolz bin ich auf die Skyline von Lübeck. Das heißt, wenn man aufs Holstentor zugeht, sieht man im Hintergrund schon die große Altstadt. Man sieht Schiffe, man sieht Wasser, man sieht einfach richtig schön aus. Und vom Holstentor kommt man auch ganz schnell an den Malerwinkel. Und der heißt nicht umsonst so, sondern das ist halt wirklich einfach so eine malerische Kulisse komplett auf die Stadt. Und ich glaube, da kann man schon stolz drauf sein als Lübecker. Ganz besonders an Lübeck ist natürlich, dass man so viele alte Häuser entdecken kann, aber dass man gleichzeitig auch ganz viele neue und junge Konzepte und Sachen zwischen diesen alten Häusern finden kann. Wenn ihr in Lübeck seid, solltet ihr es auf keinen Fall verpassen, einen Spaziergang einfach am Wasser zu machen. Ohne spezielles Ziel, einfach einmal um die Stadt rumspazieren und natürlich die schönen Einkaufsstraßen in der Altstadt, die Höchststraße, auch die Fleischhauer Straße hat sich super entwickelt. Einfach da ein bisschen flanieren, shoppen und ja, lecker essen. Was ganz witzig an Lübeck ist, dass man als Niederländer viele Namen entdecken kann, gerade von Plätzen und von Straßen, die man als Niederländer viel einfacher versteht als ein Deutscher. Ja, da wird man viele tolle Geschichten hinter den Straßen und Plätzen quasi entdecken.